Und damit herzlich willkommen zurück hier bei World of Warcraft. Ja, wir sind immer noch in der Scherbenwelt unterwegs, genauer gesagt auf der Höllenfeuerhalbinsel. Und da haben wir uns jetzt ganz in den Westen vorgewagt zum Tempel von Telamat. Und hier haben ein paar Trainer ihr Lager aufgeschlagen. Da haben wir schon in der letzten Folge hier ein bisschen gequestet. Haben auch schon ein paar Sklaven gefreit, hier Geflohene des Lumpenpacks. Der Typ da vorne. Ich weiß nicht, das ist der Chef von denen hat irgendwie eine Quest für uns und dann der große Babbo dort oben hat auch noch eine Quest für uns. Und ja, ich habe mich jetzt einfach mal für die, ja, nice, klappt ja alles. In Tiefensumpf habe ich mich angemeldet, Level 61 bis 70. Ich hoffe, diesmal bekommen wir da wenigstens ein paar Quests. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm, aber wir nehmen erstmal die Quest an von Aman, den Weisen. Ich muss euch bitten, das, was wir angefangen haben, zu Ende zu bringen. Jetzt, da der teuflische Einfluss nachgelassen hat, müsst ihr diese Reinigungsfiole nehmen und sie auf den Ursprung der Verderbnis schütten. Agonas Leiche. Ihr könnt die Knochen des Dämon am nördlichen Ende der Teiche finden, aber seid vorsichtig, seine Essenz ist immer noch nicht ganz aus dieser Welt verschwunden. Alles klar. Damit wäre die Frage, glaube ich, beantwortet. Die ich mal vor ein paar Fragen, vor ein paar Folgen gestellt habe. Ihr erinnert euch vielleicht. Zwei Schlachtzüge, Warlords of Draenor, Höllenfeuer-Zitadelle. Ich habe ja gefragt, ob das Manoroth ist. Und die Frage wurde beantwortet, es ist nicht Manoroth. Wäre lustig gewesen, aber okay. So, hat vielleicht schon der ein oder andere in die Kommentare geschrieben. So, jetzt hat der gute Makuru noch eine Quest für uns. Sedal war für Makuru wie ein Bruder. Erinnern wir uns, Sedal ist der Bruder von Anachoret Obadai, ne? Den haben wir in der letzten Folge tot aufgefunden. Und jetzt dürsten die nach Rache. Der Typ meinte erstmal, jo, ich will erstmal trauen, lasst mich erstmal in Ruhe. Und der Typ, der dürstet sofort nach Rache. Ich schulde ihm mein Leben. Noch weit und noch weit mehr. Sie sagen, Makuru sei verrückt. Doch wenn die Omenai nach seinem Tod nichts tun wollen, dann sind sie die wahren Verrückten. Makuru kann in dieser Welt nicht viel sein eigen nennen, aber ich werde euch mit Freunden meiner einzigen Besitz überlassen, wenn ihr Sedai rächt. Ja, nice. Wir bekommen das Schwert von dem. Sieht gut aus, hat aber Scheißdeals für uns. Ich habe einen braunen Orkgrunzer schon mal gesehen, oben in den Bergen im Rosten. Sie hassen uns. Sie haben unser Mitleid nicht verdient. Geht und rächt Sedais Tod. Bringt mir ihre Ahnenperlen als Beweis. Bakuch im Tempel von Tselamat auf der Höllenfeuerhalbinsel möchte, dass ihr ihm 10 Ahnenperlen der Makkegaar bringt. Okay. Werden wir das mal machen. So, dann auf den Greifen. Und dann werden wir. Ja, was werden wir erstmal? Ja, genau, dort oben. Müssen wir sowieso hin. So, wir haben noch zwei, also drei Queststränge, sagen wir es mal so. Also zum ersten Mal am Tempel von Telamat, was wir gerade eben machen. Dann gibt es da oben, da unten noch einen Außenposten für einen Szenarius. Ist zwar nur ein kleiner Außenposten, aber da gibt es auch drei, vier Quests, die wir noch machen müssen. Und dann in der Ehrenfeste ist ja so ein Typ irgendwie verdorben worden. Ne? Und da müssen wir uns auch noch um den kümmern. Also drei Queststränge quasi noch, die wir hier erfüllen müssen, um hier auf der Höllenfeuerhalbinsel fertig zu werden. Ob wir das in dieser Folge schaffen, bezweifle ich zwar, je nachdem, wie groß der Queststrang von dem Außenposten von Scenarios da ausfällt. Aber ich denke mal, in den nächsten Folgen dürfte das eigentlich funktionieren. So. Gezähmter Felshetzer. Dich kann ich ja trotzdem häuten, oder? Auch wenn du gezähmt bist. Nein! Alter, was ist das für eine Verarsche? Nur weil der gezähmt ist, kann ich den plötzlich nicht mehr häuten, ey. Grunzer der Magar. Ja, kommt mal ran, Leute. Wir haben gerade mal eine so eine scheiß Gebetsperle gefunden. Der GG. Zwei. Woho. Meine, ey, kann man. Gibt's hier nicht irgendwo eine Kiste, wo man die einfach looten kann? Meine Fresse, ich leg die doch so oder so um.
Das braucht er als Beweis, dass ich die umgehauen habe, ey. Meine Fresse. So, wie sieht's aus? Wir haben schon wieder... Ich habe schon wieder den Anschluss verloren. Komisch. Also sagen wir's mal so, wenn ich in dieser Inni, ne? Jetzt wieder keine Quests... Oh, da legt er sich erstmal hin. Wieder keine Quests annehmen kann. Dann warte ich für die nächste Inni, Mana Grove, Level 62 bis 71. Die mache ich dann erst, wenn ich Level 65 oder 66 bin, ne? Das hat ja keinen Sinn, wenn ich dann keine Erfahrungspunkte bekomme. Muss man mal so ganz ehrlich sagen, ne? Ich meine, wenn wir hier nicht ganz auf Level 63 kommen, ist das nicht schlimm. Denn... Lass mal ein Stückchen nehmen hier. So. Denn wir wollen ja als nächstes nach Zhang marschen und da ist es von Level 60 bis 64, ne? Also könnten wir theoretisch jetzt schon hin. Machen wir aber nicht, weil wir hier noch nicht fertig sind mit Questen. Und ich will ja hier ein bisschen mehr Story-Elemente mitnehmen und nicht schon nach den ersten beiden Quests, wenn man denkt, ah, ich habe das Maximallevel von dem Questgebiet erreicht, ah, ich gehe jetzt mal woanders hin. Einfach abbrechen, die Story liegen lassen und das ist nicht cool, das ist wirklich nicht cool. Machen die meisten Leute mit Erbstücken, habe ich ja schon öfters mal hier erwähnt. Die Erbstück-Leute, ey. Und ich bin der einzige Schurkenwurke, der wahrscheinlich mit einem Kill drum rennt, ey. So, 7 Perlen haben wir, wir brauchen noch 3. Und hier oben, ja, 2 DDs, aber gut. So, komm mal ran. Darunter müssen wir dann sowieso. Denn die Leiche von dem Typen müsste da in der Ecke irgendwo liegen. Ich hätte ja wirklich gedacht, dass das Manorot ist, aber gut. Meine Fresse. So, du kommst auch noch ran. So, vielleicht könnte man... Na gut. Machen wir erstmal die hier fertig. Ahnenperlin der Magar. Wieso hat nicht jeder von denen so eine Ahnenperle bei sich, ey? So. Ah, wieder nicht. Vielleicht hast du eine dabei. Wieder nicht, ey, leck mich doch am Arsch. One hit, why not? So, dich besteche ich mal. Du kämpfst jetzt einfach mal mit mir. Natürlich droppt jetzt die scheiß letzte Perle, weißt du? Ey, ich könnte kotzen. Gut, dann bist du jetzt halt wieder freigestellt. Komm ran. Ich sag's auch gerne nochmal, wenn ihr euch jetzt schon mal irgendwie aufgeregt habt mit das gilt gar nicht hier, wie das so aktuelle Meta ist vom Schurken. Mir geht's nicht darum, den meisten Schaden rauszuhauen. Mir geht's einfach darum, Spaß zu haben, das Roleplay ein bisschen mehr zu erfüllen. Wie gesagt, sobald wir Level 110 erreicht haben, ne? Also, vielleicht kommt da schon ein neues Addon. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Sobald wir das Max-Level erreicht haben, sagen wir es mal so, geht dieses Projekt hier in eine ganz andere Richtung. Da fokussiere ich mich auf ganz andere Sachen. Alter, weißt du was? Von dir mache ich kein Thumbnail. So. Das wollte ich nur noch kurz loswerden. Weil es ist mir wichtig, dass ihr das versteht. Dass es mir hier bis Level 110, erstmal bis zum Max-Level, sag mal so, um den Spaß einfach geht, um die Story richtig mitzubekommen und danach erst so zu gucken, wie mache ich den meisten Schaden und ne, wisst ihr Bescheid. So, das Problem ist zwar ganz
schön und so, ne? Aber na gut. So, dann setze ich mich mal hier oben hin. Auf deinen Kopf. Benötigt Knochen von Agona. Ja, wo drauf stehe ich denn hier bitte? Mich verarschen. Soll ich hier richtig reinkriechen oder was? Willst du das, dass ich mich richtig hier reinstelle und das Zeug dann benutze? Würde mich echt verarschen, oder? Ich stehe auf dem Rückgrat, kann das nicht benutzen. Steht, benötigt Knochen von dem. Genau. Benutzt die Foliole in der Nähe der Knochen, wenn Akuma entleeren, also dämonischen Besudelungen reinigen. Alter, was bist du denn für einer? Agonis, komm mal her, ey. So. Das war's schon. Da habe ich jetzt aber mehr erwartet, ey. Na gut. So, wie sieht's aus? Uns fehlen noch ein Tank und ein Heiler. Na gut. So. Dann ist das dort oben Azeroth, oder? Oder ist das dahinter Azeroth? Welcher von den Planeten ist ein Azeroth? Oder ist es der? Schreibt's mal in die Kommentare, welcher von den drei Planeten Azeroth ist, wenn du das weißt. Das würde mich mal interessieren. Der große gelbe, der kleine blaue oder der große rote da hinten? Ich hätte mal, na gut. Bestimmt der kleine blaue da, oder? Egal. So. Ich mag unsere Greifen. Ist nur mal so zur Info, ne? Ihr werdet euch jetzt sicherlich denken, wieso ist denn der schon so gepanzert? Das ist quasi der, den ich schon für das schnelle Reiten, ne? Hier steht schneller blauer Greif, der passt sich aber meiner Fluggeschwindigkeit an. Also der normale Greif hätte jetzt nicht solche Rüstung, wie meiner jetzt hat. Ich habe schon den höherwertigeren Greifen. Ich weiß gar nicht warum, aber egal. So. Zurück im Tempel. Dann gehen wir mal die Quest ab. Ihr seid zurück, Vokan. Ist das Wasser gereinigt? Ja. Die Essenz von Agona lebt in seinem verderbten Nachkommen Agonis weiter. Dank eures Erfolgs gegen den Dämon, können wir nun beginnen, die Teiche zu ihrer ursprünglichen Reinheit zurückzuführen. Ihr habt unseren Dank, Vokan. Eure Arbeit hat einen tiefen Eindruck in dieser Welt hinterlassen. Ja, geil. Bekomme Zeug, was ich eigentlich nicht brauche, letzten Endes. Gigi. Gigi. So. Bin mir zwar noch nicht ganz sicher, dass wir jetzt hier schon fertig sind mit Questen, weil hier fehlt immer noch diese gewisse Quest im Sinne von, der Babu ist der Babus der Babus, töte ihn. Da wären wir hier, glaube ich, erst fertig. So. Makuru. Geil, ne? So. Habt ihr Zedare Makurus Namen gerecht? Warum hast du es nicht selber gemacht, Junge? Alter, war da übelst krass drauf und dann rächt er sich nicht immer selber. Verstehe ich nicht. Ja, Rache. Ihr wart gut. Nehmt dies. Es war ein Geschenk von Zedai. Wenn Makuru es behält, stimmt es ihn nur traurig. Zedais Klinge. Ja, und so ist. Makuru, was habt ihr getan? Das ist nicht unsere Art. Kommt da noch was? Die Orks hassen uns, Oberai. Schon so viele verloren durch sie ihr Leben. Sie haben den Tod und Schlimmeres verdient. Ich verstehe sehr gut, wie ihr euch fühlt, Makuru. Schließlich war Zedai mein Bruder. Dennoch dürfen wir sein Andenken nicht schänden, indem wir gegen die Ideale handeln, für die er immer einstand. Okay, da hat er also noch eine Quest für uns. Schauen wir es mal an. Unsere Vergangenheit mit den Orks ist gezeichnet von andauernden Konflikten, Vorkan. Einst hätten sie uns im Blutrausch beinahe vollständig ausgelöscht, und selbst als der dämonische Einfluss von ihnen wich, haben wir uns weiter von den Orks ferngehalten. Trotz dieser Vergangenheit, das Letzte, was er da gewollt hätte, wäre Rache und Blutvergießen. Sprecht mit unserem ältesten Amman, dem Weisen. Ihm wird es gelingen, Licht in diese Ereignisse zu bringen. Sprecht mit Amman, dem Weisen, beim Tempel von Teller. Alles klar. Okay, sind wir doch noch nicht fertig. Ja gut, bis wir dann wieder hin, ne? So.
Alter, unser Kilt, ey. Der killt uns noch einmal. Und einen Healer brauchen wir nur noch. Aber an der Weise. Wie kann ich euch behilflich sein, Vorkan? Ihr klingt tatsächlich der Sorgen. Chris Benton. Wie ich es euch bereits sagte, ich brauche meine Augenlicht nicht, um zu sehen, was andere nicht zu erkennen vermögen. Ich werde nicht verurteilen, was ihr in Markurus Namen getan habt. Dennoch denke ich, ihr solltet über das, was euch eure Augen zeigen, hinausblicken. Reist zu den Ruinen von Shannar im Südwesten und sammelt so viele Relikte ein, wie ihr finden könnt. Wenn es das Schicksal so will, werdet ihr finden, was wir brauchen. Die Bedeutung meiner Bitte mag euch im Moment unklar sein, doch habt Vertrauen, Vorkan. Der Geduldige wird erleuchtet werden. Ärmerweise beim Tempel von Telamat auf der Höllenfeuerhalbinsel möchte, dass sie zu den Ruinen von Shannar reist und 10 Relikte von Shannar einsammelt. Klingt eigentlich nach einer recht easy, cheesy Mission. Wer hätte das gedacht? Okay, dann würde ich denken, weil die Typen haben garantiert auch Quests, wo wir hier rein müssen, damit ich das nicht in fünffache Ausführung machen muss, fliege ich jetzt erstmal zu dem Lager von Cenarius und werde dort schon mal die ganzen Quests annehmen. Und dann hoffe ich, kommt auch irgendwann die Einladung für die Inni, denn wir brauchen nur noch einen Heiler. So, da unten ist das Lager. Haben wir ja schon in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge, ich glaube in der letzten Folge war es, haben wir gesehen, dass hier ein paar Quests auf uns warten. Ich glaube 4 oder so. Aber gut, schauen wir uns die erstmal an. Alter, geil, Knotenhautleder, ey. Rinder. So. Okay. Die Heldwache da oben. Reden wir erstmal mit Tia Rotmähne. Oh gut. Ihr müsst die Hilfe sein, die ich von Wochen von Tempel von Telamat angefordert habe. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Es gibt viel zu tun. Ich habe genau das Richtige für euch. Für den Anfang. Okay. Willkommen im Posten des Cenarius, Schurke. Wir bekommen hier draußen nicht oft Besuch. Daher freue ich mich ganz besonders über eure Anwesenheit. Meine Arbeit mit den Lebewesen dieser trostlosen Umgebung macht es oft erforderlich, alleine in die abgelegensten Winkel zu reisen. Die Expedition von Cenarius hat mich mit dem Studium einiger der gefährlichsten Tiere der Scherben beauftragt und dabei habe ich verblüffende Entdeckungen gemacht. Obwohl sie Kreaturen bereits massive Veränderungen durchgemacht haben, scheint die Verderbnis noch immer neue Mutationen hervorzurufen. Ich habe den Sammeln Blutproben, diese bla bla bla, Blutproben, Hellenebel, alles klar, ey. Knotenhaut, Leder, ich komme. So, bin ich mal gespannt, ob ich hier wenigstens Quests habe. Auch nicht! Verstehe ich echt nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Warum kann ich die Quest nicht annehmen? Das verstehe ich nicht. Wenn man die Ini schon auf. Ich erzähle jetzt nicht immer das gleiche wie. Alter, so eine Scheiße. Also das Blizzard finde ich wirklich richtig, richtig scheiße. Da weiß ich wenigstens, dass ich die nächste Indie wahrscheinlich erst machen werde, wenn ich neue WoW-Zeit habe. Wie gesagt, für euch macht es eigentlich keinen Unterschied, weil ihr werdet davon nicht viel mitbekommen. Aber für mich sind es halt vielleicht 2 Monate, 1 Monat. Ich denke mal nicht so 2 Monate, niemals. Ich glaube eher so 1 Monat. So. Ausdauer, das ist wieder so Crap-Zeug, ey. Naja, gut. Was droppt hier denn so Schönes? Huch. Was droppt hier denn so Schönes? Hungerfen. Nix. Talisman. Ein Dolch. Ja, kann man sehen lassen. Oh, ein cooles Schwert. Ja, das wäre ja mal richtig nice. Und Hosen. Hosen! -12 Vielseitigkeit. Aber das Schwert. Fangzähne der Schattenmutter. Die sehen doch mal cool aus, oder? Sehen auch aus wie größere Dolche. Von daher bin ich eigentlich gut zufrieden. Oh, Knotenhautleder. Geil, ne? So. Wie gesagt, das ist eigentlich ein Indie schon von Zangmarschen. Also ihr wisst ja da, was uns für Viecher da erwarten. Eigentlich hatte ich ja gesagt, möchte ich nicht weiter in die Indie gehen, weil erstens bekomme ich keine Quests und zweitens
sind wir schon ein bisschen unserer Story voraus. Weil wenn dann Quests kommen, ja, geht da und da rein. Das könnte natürlich auch daran liegen. Muss ja nicht unbedingt an meinem Level liegen. Kann halt nur daran liegen, dass wir in dem Gebiet noch nicht waren. Okay, das würde auch keinen Sinn ergeben, ne? Ach, egal. Egal, hoffentlich fällt mir das nicht irgendwann nochmal auf die Füße. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht allzu weit vor Queste, vor Iniere. So. Ich glaube, dieser Skill hier, ne, Adrenalinrausch, ist ein Skill, den ich viel zu wenig einsetze. Und ich glaube, der wird uns später nochmal enormen Vorteil bringen im Kampf. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Nicht so wie unser Rock. So, da ist Hungerfan. Der droppt der nichts für uns, ne? Okay. So. Wie greift mich an? Geht weg, geht weg. So. Level 65, ja gut. Die Pilze müssen wir wahrscheinlich umhauen, ne? Sonst pumpt er sich wieder voll. So, jetzt aber. Da geht schon wieder Vielseitigkeit verloren. Na gut. Alter, erstmal ein Stück Brot naschen. Scheiß Spawn. Der Pardan, Mensch, ey. So, dann wollen wir mal. Ja, geil, die kann ich kirschen. Der Ring macht Vielseitigkeit. Nee. So, der ist schon down. Kommt der nächste Sumpfriese. Zack. So. Wie viele Bosse sind das eigentlich? Vier. Okay, wir haben gerade mal drei umgehauen. Na gut. Nicht hier unten drunter auch ein Boss? Ist da nicht auch noch ein Bus unten drunter? Habe ich da irgendwas verpasst? Jetzt kommt wieder die Naga ins Spiel.
Ah, die müssen aber ja auch immer Seite an Seite stehen. So, erstmal looten. Oh, Großmütterchen. Okay, dann machen wir das nicht. Das Gold können wir gebrauchen. Ah, da unten ist der Boss. Schwimmt da noch fröhlich rum. Wenn der wüsste, was ihm erwartet. Eine Schatulle. Bekomme ich die? Bekomme ich die? Bekomme ich die? Natürlich. Derjenige, der die nicht öffnen kann, bekommt die. Das ist auch übelst dumm für dich. Das finde ich auch richtig dumm. Die droppen schon so selten. Da sollte man wenigstens machen, dass der Schurke auf Bedarf würfeln kann bei den Dingern. Und alle anderen halt auf Gier. Aber es ist so irgendwie so dumm. Hosen. Ich würde jetzt jede Hose nehmen, ne? Und die wären sogar richtig gut. Na cool. Hallo? Minus 12 Vielseitigkeit, na gut. Wären jetzt nicht die optimalsten Hosen, aber immerhin Hosen und kein Rock. Wir müssen ins Wasser, Jungs, wisst ihr das? Oder wir müssen halt das Vieh pullen. Alter, das ist viel eklig, ey. Hassbringer, Streitkolben zweihändig. Alter! Ja, der sieht ja mal nice aus. Das ist ein schöner Streitkolben, erstmal häuten. So. Okay. Wenn ihr wisst, wo wir lang müssen, springe ich euch gerne hinterher, aber... Okay. Ach, wieso kann ich meinen Haken hier nicht... Wie kein Pfad verfügbar. Oh, jetzt aber. Rinder. Wie soll ich stöhnen? So, weiter geht's. Oh, da kommt wieder Futter für mein Kirschnermesser. Beziehungsweise für meine Krallen. Und da bin ich gleich so entsetzt, dass ich wieder was kirschnern kann, ey. So. Schön. Knotenhautleder, ey. Geil. So. Ich wieder schön kirschen. Nicht alles, aber wenigstens ein bisschen was. Ah, entsetzt. So. Geil. Thank you.
Stoffhandschuhe. Ja, nice, der Tank ist rausgegangen. Why not? Ist ja nicht so, dass ich sowieso keine Zeit mehr habe, aber warum auch? Warum auch? Guck mal, was die Erbstück-Fuzzis so drauf haben, ne? Vor allem, weil ich da sowieso... Nice, da ist er. Pala, oder? Ne, Todesritter. Gnome, Todesritter, lol. Leder. Vielseitigkeit. Minus 19 Ausdauer. Nehmen wir mal mit. Lass mal Kirschen an. So. Ja, nice. Der Dings ist schon da. Stückchen trinken. Setzt er sich erstmal hin, ey. Expedition des Szenarios. Schön. Umhang bringt uns nichts. Was hätte der noch droppen können? Ach, den Dolch. Na gut. Aber das Schwert. Ich hoffe ja immer noch auf das Schwert. Auch wenn die Hosen scheiß Stats haben. Aber ich hoffe auf das Schwert. Das wäre mal richtig nice. Ausnahmsweise. Auch wenn das ab Level 63 erst ist. Das wäre richtig nice. So, Endboss, wo ist denn der überhaupt? Ist das die Schattenmutter? Ja, wahrscheinlich hier unten, ne? Okay. So. Boah, ey, kotzt mich das gerade an hier. So. Ist ja ekelhaft. Na gut. Soll ich ins Gesicht treten? Da komme ich aber nicht hoch, ey. Bitte das Schwert. Bitte das Schwert, ey. Das wäre so nice. Aber die scheiß Hosen, ich kotz im Strahl. Kritischer Trefferwert plus Beweglichkeit. Ach, wisst ihr was? Ich nehme das. Ich habe keinen Bock mehr auf das Kill-Ding, ey. Ohne Witz. Ah, Stufe 63 erst. Ja, leck mich doch am Arsch. Ach, Mann. Heute ist auch uns auch nichts gegönnt, ey. Ohne Witz. Na gut. Ich denke mal, ich wollte jetzt eigentlich die Quests hier noch durchziehen. Aber ich werde die Schweinchen-Quests erstmal machen. Die Blutproben des Höllenebers, die werde ich mir erstmal besorgen. Muss ich da irgendwas machen? Nö, einfach nur. Sehr gut. Müsste ja eigentlich jeder so eine Blutprobe droppen, ne? Ist ja wieder sowas Logisches. Aber mit Logik hat es Blizzard nicht so. Oder doch? Man weiß es nicht. Komm schon. Ha, seht ihr. Droppt nicht jedes Schwein so eine Blutprobe. Bulliger Höllen-Eber. Die habe ich am liebsten. Alter, da liegt schon so ein totes Vieh. Alles klar.
So. Ja, und ich würde einfach mal denken, wenn wir die nächste Folge schön durchquesten, meinetwegen auch eine Überlänge reinhauen, dürfen wir in der nächsten Folge hier fertig sein. Bin ich mir zwar noch nicht ganz sicher. Das sind für welche da? Ach so. Bin ich mir zwar noch nicht ganz sicher, weil ich habe Angst, dass ich dann irgendwie kurz vorher aufhöre, bevor wir fertig sind im Questgebiet. Dann fange ich eine neue Folge an, dann habe ich noch eine halbe Stunde und weiß nicht, was ich machen soll. Wäre nicht so geil, wäre nicht so geil. Deswegen höre ich jetzt schon lieber auf, damit wir dann die nächste Folge wenigstens schön voll kriegen. So, zwischenzeitlich werde ich auch mal wieder unser Knotenhautleder Fetzen irgendwie ein bisschen minimieren, zu richtigen Knotenhautleder verarbeiten. Jawohl, und da ist es schon fertig. So, perfekt. Okay. Ja, dann gebe ich jetzt die Quest ab und dann gibt es dann hoffentlich in der nächsten Folge eine weitere Quest, weil sie meinte ja, das ist der Anfang. Für den Anfang weiß sie genau das Richtige für mich und das habe ich ja gerade gemacht. Okay, Level 63 sind wir ja dann auch schon fast. So, dann gehen wir mal die Quests ab. Tia Rotmähne. Habt ihr die Blutproben bekommen? Natürlich. Gute Arbeit, Vorkan. Diese Blutproben werden mir bei meinen Forschungen und der Expedition bei ihren Studien der Scherbenwelt und ihrer Lebewesen sehr dienlich sein. Wenn ich den Grund für die fortschreitende Veränderung der Tiere herausfinde, könnte ich vielleicht ein Gegengift herstellen. Ja, geil. Quest beenden. So. Okay, liebe Leute, das war eine weitere Runde World of Warcraft. In der nächsten Folge nehmen wir mal die ganzen Quests hier an und schauen uns da mal dort hinten so ein bisschen um. Ich weiß, da waren wir zwar schon mal, aber anscheinend gibt es da auch noch ein paar Quests für uns. Stimmt, da war noch ein Gefangener. Stimmt, da war noch ein Gefangener. Das habe ich nicht vergessen. So, dann hoffe ich, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.